Und es kam raus, dass er über Jahre in sexueller Unreinheit gelebt hat. Und seine Mitarbeiter haben das alle gewusst und haben das alle gedeckt. Auf seinen internationalen Reisen ist immer seine Lieblingsmasseuse mitgekommen und sie hat ihn immer massiert, nackt, und niemand durfte dabei sein. Und die Mitarbeiter haben es gewusst und haben geschwiegen, weil sie gesagt haben, das ist der große Dienst und wir kriegen einen Teil vom Kuchen und wir leben davon. Was sollen wir jetzt das ans Licht bringen? Dann sind wir ja arbeitslos, dann klappt das alles zusammen. Ja? Was für eine Denkweise. Wie wenig Ehrfurcht vor Gott, wie wenig Respekt vor seinen heiligen Ordnungen und seinem heiligen Namen. Es ist keine Loyalität, den Leiter Dinge zu gestatten, die Gottes Wort ihm nicht gestattet. Das ist nicht ein Ausdruck von Unterordnung und von Loyalität, das ist mangelnde Loyalität, wie wir gerade gesehen haben beim Beispiel vom König Usia. Gucken wir uns ein paar Schriftstellen an zu einer sehr häufigen Ausdrucksform von Stolz, die wir als völlig harmlos einstufen, bis wir das Wort Gottes kennen. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Was bedeutet das? Unser Herz ist auf Menschen ausgerichtet und wir wollen ihre Bestätigung, ihre Anerkennung, ihre Zustimmung und ihre Unterstützung haben. Und deswegen, weil wir das wollen, hüten wir uns, sogar wenn es notwendig wäre, Dinge zu tun oder zu sagen, die das in Gefahr bringen könnten. Habe ich in der Zeitung gelesen. Ein Schiedsrichter, vom Fußball habe ich nicht viel Ahnung, aber ich weiß, bei schlimmen Fouls, dann gibt es die rote Karte. Ja? Und da war ein schlimmer Foul und er gibt nicht die rote Karte. Und alle haben gesehen, das ist doch verkehrt. Ja? Zum Schluss nach dem Spiel wird er zur Rede gestellt. Wieso hast du dem nicht die rote Karte gegeben? Die hat er doch verdient. Er sagte, weißt du was, das ist mein Nachbar, den sehe ich jeden Tag. Euch sehe ich einmal im Jahr, das ist mein Nachbar, den sehe ich jeden Tag. Ist falsch. Und wenn ein Schiedsrichter aus der Welt solchen Blödsinn macht, kann man auch sagen, gut, die Welt, die hat keine Ahnung, die hat keine Maßstäbe, sie versteht es nicht. Aber wenn Christen so etwas tun, ich habe mit einer Frau gesprochen, ihre beste Freundin war in einem fortgeschrittenen Stadium des Abfalls. Und dann hat sie geheiratet. Und wenige Tage oder 2 Wochen nach der Hochzeit ist sie weggelaufen und die Ehe ging auseinander. Und ich habe diese Freundin interviewt und sie hat gesagt, ich habe das kommen sehen. Das war ein langer Weg des Abfalls, das war nicht irgendwie nach der Hochzeit entstanden, das war ein langer Weg vorher. Und ich sage, was hast du gemacht? Hast du sie gewarnt? Hast du was gesagt? Konnte ich doch nicht, das ist meine beste Freundin. Verstehst du? Menschengefälligkeit, falsches Verständnis von Beziehung, falsches Verständnis von wie sieht die Verantwortung, die wir füreinander haben. Menschengefälligkeit kommt immer dann, wenn wir unangenehme Konsequenzen vermeiden wollen, die aber jetzt eigentlich notwendig wären. Johannes 12, Vers 42. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, an Jesus. Sie glaubten an ihn, dass er der Christus ist. Ja, das ist damit gemeint. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre von Gott. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, wo es schief läuft in der Gemeinde und wo sie mir erzählen, was da alles für seltsame Entscheidungen getroffen werden und wie weit weg das von Gottes Standards ist. Und ich sage, und wann wirst du hingehen zur Leiterschaft und sagen, was ihr da tut, ist nicht richtig. Nein, das können wir nicht. Dann gibt es schwerste Strafen, dann werden wir ausgeschlossen. Ich sage, und? Dann gehst du erhobenen Hauptes und freust dich, dass du die Schmach Christi tragen konntest und du wirst großen Lohn bekommen. Nein, das können wir nicht.
Das ist genau dieses Problem. Sie hatten die Ehre bei Menschen lieber als die Ehre Gottes. Was sagt Gott dazu? Jesaja 51, Vers 12. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du aber du, dass du den sterblichen Menschen fürchtest, du Menschenkind, welches wie Gras vergeht, und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat. Wenn unser Herz auf Menschen ausgerichtet ist, dann ist unser Glaube an Gott nur noch pro forma, aber de facto haben wir ihn vergessen. Du fürchtest sterbliche Menschen und hast den Herrn vergessen. Und Gott will, dass wir ihn fürchten. Und das ist die Antwort auf diese schreckliche Seuche, die so weit verbreitet ist in christlichen Kreisen. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Kolosser, Kapitel 3. Und da sehen wir auch das tatsächlich im Wort, dass das Gegensatzpaar ist, entweder Furcht Gottes oder Menschenfurcht. Kolosser 3. Und dort, Vers 22, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei. Augendienerei, ganz klar, das Wort erklärt sich selber. Dienen, um gesehen zu werden. Das ist Augendienerei. Und das sollen sie nicht tun, um den Menschen zu gefallen, sondern, jetzt kommt das Gegenteil, in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Hier siehst du es, Menschengefälligkeit oder Gottesfurcht, die schließen sich aus. Entweder wir leben in dem einen oder wir leben in dem anderen. Und ich weiß, es braucht Gott, um uns von dieser elenden Seuche frei zu machen. Aber der erste Schritt ist, dass du durch den Maßstab des Wortes Gottes erkennst, dass du ein Problem mit Menschengefälligkeit hast. Das sind Situationen, wo du was sagen oder tun solltest und du tust es nicht wegen der negativen Konsequenzen. Das ist Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Und wenn du es erkennst im Licht des Wortes Gottes, dann der nächste Schritt ist, Herr, schneide mich los, setz mich frei, hilf mir, dass das umgekehrt wird. Gib mir ein Herz, dich zu fürchten. Und weißt du, wie der Herr das tut? Du brauchst dich nur festzulegen, Heiliger Geist, ich will unter deiner Führung leben und ich will nicht mehr in diese Falle der Menschenfurcht tappen. Und ich will dir gehorchen und was immer du mir sagst, was ich tun soll, ich werde es tun, unabhängig davon, welche Konsequenzen es hat. Und dann wird er dir Aufträge geben, wo du schlotterst und zitterst und bangst und wo du das Gefühl hast, wenn ich das tue, ich gehe zu meiner eigenen Hinrichtung. Aber du gehst, weil du dich festgelegt hast, mit schlotternden Knien und sagst, oh Herr, erbarm dich, hilf du mir. Und du tust, was du tun sollst und du sagst, was du sagen sollst. Und so kommt die Befreiung. Die kommt nicht am Schreibtisch zustande. Die kommt nicht mit Handauflegung zustande. Die kommt zustande durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und du tust das, obwohl du weißt, es könnte Schwierigkeiten geben oder du ahnst schon, es könnte Probleme geben. Du tust es, weil du dich verpflichtet hast. So wirst du frei von Menschenfurcht. Und das ist ein Problem in so vielen Gemeinden. Die Leute wissen, dass Dinge schieflaufen, aber wir sind ja alle untergeordnete Schafe. Das ist nicht hilfreich für niemanden. Markus Kapitel 9, Vers 33. Jesus kam nach Kapernaum und als er zu Hause war, fragte er sie, die Jünger, was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Weil Jesus schon durch den Heiligen Geist Offenbarung hatte, was da los war. Ja? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Das war ihr Problem. Wer von uns 12 ist der Größte? Die Antwort war doch ganz einfach, Jesus. Ja? Aber sie wollten eine Rangordnung festlegen. Sie wollten herausfinden, wer ist der Größte.
Und nachdem er sich niedergesetzt hatte, rief er die 12 und er spricht zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. So, Jesus hat genau gewusst, was die verhandelt haben auf dem Weg. Durch den Heiligen Geist hat er Offenbarung bekommen. Ja, er war nicht als Gott allwissend, aber der Heilige Geist war mit ihm und hat ihm da, wo es nötig war, Offenbarung über Zusammenhänge gegeben, die man menschlicherweise nicht wissen konnte. Und deswegen kam dann seine Antwort. Das war die Antwort auf genau ihre Frage. Ja, wer ist denn jetzt der Größte? Wer ist der Geistlichste? Wer ist der Tollste von uns? Und Jesus sagt ganz einfach, wenn jemand der Erste sein will, dann soll er Diener von allen sein. Sich demütigen und dienen. Der Größte, Lukas 22, 26, der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Gebieter aller Diener. Ich bin mal in einem Pastorentreffen gewesen und wir haben zusammen gebetet, wir standen im Kreis, haben gebetet. Und wie das so ist, man betet auf Deutsch und dann betet man auch für sich so in Sprachen. Und nach dieser Gebetsrunde kommt einer zu mir, ganz aufgeregt, und sagt: Sag mal, kannst du Griechisch? Ich sage: Ja, Gyros und Rema und Tzatziki. Oder Tzatziki, so heißt das, ja. Tzatziki. Er sagt: Nein, nein, ich meine Griechisch, neutestamentlich Griechisch. Ich sage: Nein. Ich sage: Wieso? Weil ich habe gehört, wie du auf Griechisch gebetet hast, neutestamentlich Griechisch. Ich sage: Boah, was habe ich gesagt? Ja. Und er sagt, was du gesagt hast, ist, der Größte unter euch soll der Diener von allen sein. Was für ein treffendes Wort für ein Pastorentreffen. Wer von euch noch nie bei Pastorentreffen war, ich erspare euch jetzt Details, aber da laufen die Sandkastenspiele ab. Wer ist der Größte, wer ist der Tollste, wer hat am meisten Leute? Deswegen stellen die auch immer so eine Frage, und wie viel hast du am Sonntag? Die fragen nicht, wie viele hast du, die in Reinheit leben? Wie viele hast du, die regelmäßig beten und fasten? Da solche Frage fragt man nicht, weil das das Billigste ist, zu zählen, wie viele Leute da am Sonntag sind. Und dann machen sie diese Spiele. Ja. Ach du Armer, aber wenn du tust, was Gott mir gesagt hat, kriegst du auch eine große Gemeinde. Ach wie nett. Ja. Und dahinter ist die Idee, größere Gemeinde heißt mehr gesegnet. Und das ist ja völliger Blödsinn. Da kann ein Pastor sein, der hat eine 30-Mann-Gemeinde. Und er ist im Willen Gottes und er ist gesegnet. Und jede 2 Jahre schickt er 20 Leute aufs Missionsfeld. Deswegen wächst seine Gemeinde nicht. Diese Gemeinde ist größer als eine 5000-Mann-Gemeinde, die überhaupt nichts tut. Glaub es mir. Gott misst die Dinge anders. Zahlen spielen keine Rolle. Größe von Gebäuden spielt keine Rolle für Gott, sondern das Herz. Ich suche eine Schriftstelle und finde sie nicht. Das gibt's ja nicht. Die muss hier sein. Kleinen Moment. Okay, ich finde es nicht. Aber in Petrus heißt es, wo beschrieben wird, dass wir in Demut leben sollen. Wir sollen uns umschürzen, eine Schürze umbinden wie ein Diener. Das ist, was das griechische Wort bedeutet. Eine Schürze umbinden wie ein Diener. Und das heißt, Demut drückt sich aus durch Dienen. Demut drückt sich aus, indem wir ein Diener werden für die anderen, für die Gemeinde. Und dort Dinge tun, die wir nicht an die große Glocke hängen, und für die wir nicht irgendwie besondere Auszeichnungen und Ehrungen haben wollen, die wir im Verborgenen tun. Und wir tun es, weil Gott uns das aufgetragen hat. Ja, ich finde sie nicht. Ein Merkmal von Stolz ist angeben. Übertreiben. Das ist ein Merkmal von Stolz, dass wir die Dinge nicht so berichten, wie sie gewesen sind, sondern wir machen ein bisschen etwas dazu. Und mehrere Male hat der Heilige Geist mich überführt von dieser Sünde, dass ich Dinge hinzugetan habe, Details ausgeschmückt habe,
die gar nicht der Realität entsprochen sind. Und einmal war es so, da habe ich eine vierteilige Serie gemacht in einer Gemeinde und im letzten Teil dann einfach habe ich mich hinreißen lassen und habe dort irgendwann eine Geschichte aus meinem Leben erzählt und habe einen Detail hinzugedichtet, was nicht der Wahrheit entsprach. Das war aber das letzte Meeting. Und ich hatte schon vorher mal so eine Situation gehabt, da war es mittendrin und der Heilige Geist hat mir klar gesagt, du gehst vor die Leute und du erklärst, dass du sie belogen hast und bittest sie um Vergebung. Aber das war jetzt das letzte Meeting. Und wie war ich froh darüber. Ach, jetzt kann ich es nicht wieder gut machen. Hätte ich ja gerne, Herr, aber ich bin ja jetzt abgereist und die Serie ist zu Ende, jetzt kann ich nichts mehr tun, schade. Und dann habe ich den Eindruck gehabt vom Heiligen Geist, doch, ich kann noch was tun. Diese Gemeinde würde diese vierteilige Lehrserie auf ihre Website tun. Und ich hatte den Eindruck, der Heilige Geist sagt mir, du machst einen fünften Teil zu Hause und nimmst den auf und der ist ganz kurz, 2 Minuten nur. Und da sagst du der Gemeinde, ich habe euch belogen und ich habe das und das gesagt und das stimmt nicht und das tut mir leid und ich bitte euch um Vergebung. Und habe es dem Pastor geschickt und sage, bitte, diese Serie hat 5 Teile, tu es auf die Website. Wenn du mit dem Heiligen Geist lebst, er wird solche Schummeleien nicht mehr durchgehen lassen. Du brauchst nur zu sagen, Geist der Wahrheit, du darfst bestimmen und du darfst beurteilen. Und ich verspreche dir, wenn ich etwas tue, was nicht dem entspricht, ich werde das in Ordnung bringen. Und dann wird er reden und wird dir zeigen. Und das ist nicht angenehm, das macht auch keinen Spaß. Aber wenn du es gemacht hast, oh, wie schön ist das und welchen Frieden hast du und wie spürst du dann, dass der Vater sagt, hast du gut gemacht, okay, ich trainiere dich. Ja? So, wenn du ein Problem hast mit Übertreiben, Lügen, leg dich einfach fest vor dem Heiligen Geist. Das nächste Mal, wenn du erwischt wirst, du wirst genau vor den Leuten, vor denen du gelogen hast, übertrieben hast, Buße tun und die Sache in Ordnung bringen. Dann wirst du ganz schnell von dieser Sünde frei werden. Glaub es mir. Glaub es mir. Das geht sehr schnell, weil das sehr demütigend ist. Ja? Und das ist auch gut, ja? Dass die Leute mal kennenlernen, wer wir wirklich sind und wir nicht immer nur so diese Fassade da aufbauen und so alles können und alles wissen und alles drauf haben. Gehen wir noch einmal zum Schluss zurück zu Kolosser 3, 22. Ihr Knechte, gehorcht in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die den Herrn fürchten. Und da kann jetzt jeder von euch, weil wir hier ein bisschen Probleme haben mit diesem Wort Einfalt, das hat im Deutschen, wird wenig benutzt. Und wenn es benutzt wird, dann hat es eine völlig andere Bedeutung, als es das früher gehabt hat. Und jeder von euch ist imstande, nachzuschlagen, was dieses Wort im Griechischen bedeutet. Und dann gehen dir die Augen auf, worum es Gott geht und was mit unserem Herzen gemacht werden soll. Einfalt bedeutet Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Geradheit. Das ist die Einfalt, die Gott sehen will. Und die ist im Herzen. Das sehen andere nicht, aber die ist im Herzen. Aber die kommt dann raus in deinem Verhalten und in der Art und Weise, wie du Verantwortung übernimmst für dein Fehlverhalten. So, ich hoffe, dass wir eine kleine Vorstellung haben, was Stolz ist, wie der sich äußert und wie die Antwort Gottes darauf aussieht. Und da wollen wir wachsen und da wollen wir zunehmen in Demut und Sanftmut. Und dann wollen wir anderen sagen, hey, das sind die Hauptbereiche, wo du lernen musst. Und wenn du da in die Ordnung Gottes kommst und wenn du wächst in der Furcht des Herrn, wenn Demut und Sanftmut mehr und mehr dein Teil wird, Gott wird dich segnen und dein Chaos wird beendet werden und du lernst dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Das wollen wir tun. Okay. Amen. Amen.